los. Also ich habe bei dem Zwarte das Bischofspraktikum gemacht. Und als erstes erzähle ich einfach die Geschichte, eben 100 Jahre Wandel der Zeit. Hier kann man aber das Wappen von dem Bischof sehen. Dann 1912 erfährt Christoph Reinmund und seine Frau Dina das Fahrradhaus Christoph Reinmund. Die Produktpalette reichte damals schon über Fahrräder, Nähmaschinen, Zentrifugen und dazugehörige Zubehörteile. Hier ist eben der Verkaufsraum. Das ist der Verkaufsraum, alles hier eben. Vorne kommt man rein, hier ist der Eingang, also hier steht so ein bisschen Eingang drin. Hier ist die Verkaufsdecke. Und dann hinten geht es dann eben noch weiter um die Ecke und dann geht noch zwei Hausnummern weiter da hinten. Ja, das ist die Werkstatt, das ist eben mein Arbeitsplatz gewesen hier. Und das ist der jetzige Arbeitsplatz von dem Nils Wolf, dazu war später auch noch mehr. Das ist der Arbeitsplatz von dem Axel Bischof, der jetzige Chef. Und da habe ich eben auch viel dran gearbeitet. Erklären, was eine Inspektion ist hier. Also man fängt auf dem Boden an hier. Also auf dem Boden. Dann fängt man als erstes mit dem Lenker an. Und wird der Vorbau hier vorne festgeschraubt mit einem Drehmomentschlüssel. Dann, also hier wird auch, steht meistens mal drauf auf dem Vorbau, wie viele Newton man drehen muss. Also hier ist es auch 6 Newton. Und dann arbeitet man immer von vorne nach hinten. Ja, und dann geht es weiter mit dem Sattel hier. Da wird hier unten die Sattelklemme festgeschraubt, also festgezogen auch mit dem Drehmomentschlüssel. Dann die Satteltiefe eingestellt, ob die perfekt stimmt mit dem Lenker überein. Und geguckt, ob der Sattel senkrecht zu Boden steht. Das ist in dem Fall auch alles richtig hier. Ja, und dann wird das Fahrrad auf den Ständer gehangen. Das sieht dann so aus. Da hängt es dann drauf und dann kann man den auch hoch und runter machen. Ja, und dann fängt man an mit dem Rad vorne. Und guckt, ob die Lager richtig sitzen, ob die Speichenspannung richtig stimmt hier. Und dann wird also davor noch Luft auf die Reifen gepustet. Das ist in dem Fall 2,5 Bar. Und bei Trekkingrädern und Damenrädern eben 4,5 Bar. Ja, und dann wird weiter geguckt, ob die Bremsscheibe richtig fest ist und die Bremse. Und dann wird weiter hinten gegangen mit hier die Flaschenhalter richtig alle festschrauben, Luftpumpe festschrauben und dann eben das Tretlager hin und festschrauben, also die Tretwelle. Und das wird dann mit einem Drehmomentschlüssel, mit dem Drehmomentschlüssel gemacht hier. Da gibt es dann auch noch viele verschiedene Aufsätze. Und dann wird da eben hier unten angesetzt. Hier wird er angesetzt. Und dann hinten eingestellt, also kann man die hinten einstellen dann hier. Und dann eben drehen, wie viele Newton man braucht. Also in dem Fall jetzt hier 14 bis 12 Newton am meisten. Also bei denen. Und bei Darmrädern und die Trekkingräder und andere Räder eben 48 Newton. Ja, und dann geht man weiter mit hier Kettenblatt auf der anderen Seite hier. Kann ich gut sehen. Im Kettenblatt hier die 4 Schrauben werden dann festgedreht. Und die Pedalen auch noch. Und dann geht es weiter mit der Gangschaltung. Hier hinten alles festdrehen und auch eben die Bremsscheibe und auch das gleiche wie vorne bei dem Rad machen. Ja, und dann fängt man an mit der Gangschaltung, die wird dann eingestellt, ob die nach links und rechts eben rüberspringt. Wenn ja, dann wird das eben mehr zentriert. Also am Praktikum hat mir am meisten gefallen die letzte Woche. Die hat vor allem am meisten Spaß gemacht, eben weil damit ist sehr gut verstanden dann auch. Und da konnte ich dann auch sehr viel alleine arbeiten.